Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einem Video für die Sternzeichen, im Monat März. Was erwartet dich im Monat März? Was sind deine Themen? Was sind deine Botschaften für dich? Wie ist die Grundenergie allgemein für dich? Und ich mache hier eine Legung mit der Skatkarten. Dazu werde ich auch noch ein paar zusätzlichen Tarotkarten ziehen, natürlich aus meinem wunderbaren Kartendeck auf Wolke 7, aus dem Kartendeck Reka auf Wolke 7, mein eigenes Kartendeck, darf ja natürlich nicht fehlen. Dann werde ich auch die Seelenschlüssel, die Karten mit hineinfließen zu lassen, also die Seelenschlüssel im Zeichen der Kornkreise wird hiermit noch hineinfließen und werde ich für jedes Sternzeichen einzeln eine neue Legung machen. Es wird eine kürzere Orakel für jedes Sternzeichen, um einfach mal zu fühlen, was sind denn die Energien generell? Was erwartet dich im März? Welche Tendenzen? Im März kommen wir auch in den Merkurjahr. Am 21. März kommen wir in den Merkurjahr. Also das Venusjahr geht zu Ende. Und also überhaupt, welche Energien da sind. Im März haben wir auch davon abgesehen, 10 Portaltage. Wieder eine sehr, sehr erhebende Energie. Und ich habe gedacht, also ich beginne jetzt mit dem aktuellen Sternzeichen. Wir befinden uns jetzt in dem Sternzeichen Fische. Und ich würde Fische sage ich Fisch, Sternzeichen Fisch. Und ich würde dich bitten, wenn du jetzt in diesen Wassersternzeichen gehörst, dass du dich voll und ganz auf dich, auf deinen kommenden Monat, jetzt auf deine Themen dich auch einstimmst, also Fische, Krebs und Skorpione, seid herzlich willkommen, stimmt euch auf eure Themen ein, konzentriert euch und schwingt euch in der Energie der Kristallschale ein, schließt dabei eure Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Karten? Ich beginne mit der Mischung der Karten. Wichtig dabei ist auch, wenn du deinen Aszendenten weißt, wie kannst du deinen Aszendenten errechnen? Du kannst deinen Aszendenten auch ganz kostenlos im Internet findest du einen Aszendentenrechner. Wichtig dabei ist, dass du natürlich dein Geburtsdatum, deine Geburts Zeit, Uhrzeit auch weiß und es einträgst und so kannst du auch errechnen, wo dein Mond sich gerade bei deiner Geburt sich befand, also wo war dein Mond drin. Deswegen ist es auch wichtig, wenn du hier mit der Legung nicht in Resonanz gehst, nur mit deinem Sternzeichen, dass du auch deinen Aszendenten beachtest, natürlich auch deinen Mond. Vielleicht ist dieses Sternzeichen auch, passt das auch vielleicht für dich besser, wo dein Mond gerade in welchem Sternzeichen war. Also, dass du das anschaust und wo du mit in Resonanz gehst, welche Legung auch gerade für dich passt. Bitte schließe deine Augen, lieber Fisch, und sende mir deine Gedanken. Also, was ist die Kopfebene? Was beschäftigt dich momentan im März? Ist auch ganz wichtig, was beschäftigt dich im Monat März? So, was sind deine Gefühle? Was fühlst du gerade im März? Was sind deine Gefühle?
und ich stelle natürlich auch die Kamera so ein, dass du das auch sehen kannst. Und ich mische für jedes Sternzeichen die Karten neu, also wie du auch siehst, also ich habe hier die großen Skat-Karten extra für dich hier mitgebracht, extra bestellt, damit du das auch wunderbar in der Kamera erkennen kannst. Die ganz großen, ich finde sie auch schon von der Größe her schön, vielleicht ein bisschen zu groß zu mischen, die gestalten sich schwieriger im Mischen, aber es ist schön so in der Kamera zu sehen. Allerdings auch eine ganz, ganz klassische Skat-Karte mit diesen klassischen Skat-Figuren auch. So, liebe Fische, was erwartet dich im Monat März? So, ich hoffe, das passt so für dich. Genau. Wunderbar. Dann beginne ich hier mit deinen Kopfebene. Und die letzte Karte. Wow, ja, es geht hier wieder um die Liebe. Also hier zeigst du dich jetzt in Personenkarte, gerade auf der Herzebene, legst du dich in dem Bild. Also ich gehe jetzt aus, das sind zwei Personenkarten, also Herzensmann und Herzensdame, Herzdame. So, im Kopf wird darüber nachgedacht, also über die Arbeit nachgedacht im März. Es sind auch neue Herausforderungen da bei dir gerade. Vielleicht auch über die Arbeit, dass man auch eventuell eine Arbeit wechseln möchte, etwas wieder in Gleichgewicht bringen möchte. Sollte das in Verbindung die Frage mit der Liebe gewesen sein, da sehe ich auch hier eine Unentschlossenheit und diese Unentschlossenheit und diese Zweifel verzögertes Vorankommen, das Weiterkommen. Und dadurch, dass es so verzögert, ist es auch immer schwieriger, alles so wieder in Gleichgewicht zu bringen, weil das auch einmal Hü und einmal Hot. Also da müsste man wirklich eine Entscheidung treffen. Also den ganzen Monat nehme ich so in der Energie der Unentschlossenheit so ein bisschen wahr. Also auch bei dir, und das kränkelt das Ganze mit deiner Entscheidung. Also du, ob das jetzt beruflich, ob das jetzt in der Liebe ist, dir fällt es schwer, dich zu entscheiden, dich zu bekennen, zu etwas zu stehen. Und daran solltest du arbeiten. Und das ist dir auch bewusst, das ist die bewusste Ebene, der Kopfebene. Und das beschäftigt dich so über den ganzen Monat hinaus. Also du denkst hier auch an einem Herzensmenschen, du denkst an jemand, an einen Wunschpartner oder an einem Seelenpartner, einen Herzensmenschen, der ist hier ganz nah bei dir im Herzen, also die Karte der Nähe ist da. Allerdings ist auch jemand hier, der seine Gefühle so für dich nicht wirklich zeigt, der also wirklich kühl rüberkommt, der einfach aus Angst, verletzt zu werden, vielleicht die Gefühle nicht zeigt, vielleicht, weil der das auch nicht zeigen kann, weil der auch so die Gefühle nicht wirklich zulassen kann, weil der diese Tiefe der Gefühle eventuell noch nicht kennt. Das beschäftigt dich auf der Herzebene, also dein Herzensmensch. Das ist auch eine große und bedeutsame Sache hier, dass es schon auf deine Herzebene, der Herzensmensch und die Nähe sich über den ganzen Monat hinaus zeigt. Das macht dich auch in gewisser Weise traurig, dass hier keine Kommunikation stattfindet. Also du spürst auch hier, dass es hier trotz Nähe ein Kommunikationsproblem besteht, und das stimmt dich auch so ein bisschen depressiv hinein.
Von außen merkst du, dass es hier eine schicksalhafte Beziehung ist zu deinem Herzensmenschen, dass es so eine Art Bestimmung für dich ist. Und auch wenn du hier zwei Seiten von deinem Gegenüber auch spürst, also einmal Hü und einmal Hot, sage ich mal einfach, also das sind zwei Gesichter. Also manchmal ist er wirklich zu dir zugewandt, du spürst ihn voll in dem Gefühl, du spürst diese Nähe und manchmal spürst du auch dieses Unentschlossenheit, die Seite, wo dieses Abweisende da ist eventuell, bei deinem Herzensmenschen und ja, und das ist nicht so schön für dich. Und das beschäftigt dich über den ganzen Monat hinaus. Also es kann auch noch hier bedeuten, dass du dadurch, dass dein Gegenüber hin und her solche Gedanken über dich hat, du hast das Gefühl, euch trennen hier wirklich manchmal Welten. Also das verunsichert dich jetzt über den ganzen Monat hinaus ein bisschen, wenn du auf Liebe gedacht hast. Also hier ist die Karte der Weite. Wenn du auf den Beruf gedacht hast, hier allgemein im Monat, also ein Arbeitswechsel beschäftigt dich vielleicht, du weißt nicht, wie du dich entscheiden solltest, bis hin und her gerissen, unentschlossen, das verzögert auch die Projekte und darum kränkelt das Ganze und geht nicht weiter. Also das bedarf hier wirklich eine Veränderung, damit das weitergehen kann. Hier zeigt sich jemand an deiner Seite, der dich unterstützt, der sehr nah bei dir ist. Allerdings ist das jemand, der nicht ganz so seine Gefühle ausspricht oder seine Meinung sich nicht traut, dir zu sagen. Also du fühlst das, dass dein Partner, falls du einen Partner hast, nicht so seine Meinung dazu, nicht seine authentische, ehrliche Meinung dazu sagt und das macht dich so ein wenig traurig. Du spürst aber, dass hier dieser Beruf für dich dein Schicksal ist, also etwas Schicksalhaftes, was du auch leben möchtest. Vielleicht hast du auch eine Freundin, mit wem du ein Projekt geplant hast, wo du sagst, ich möchte dieses Projekt umsetzen, ich möchte etwas beginnen, ich möchte etwas ins Rollen bringen. Allerdings, diese Freundin wohnt von dir etwas weiter weg. Die Freundin ist zwar lieb und nett zu dir, aber du hast das Gefühl, sie sagt auch nicht ganz die Wahrheit. Also sie sagt nicht alles so, was sie denkt. Also sie hat bestimmte Themen, die sie für sich selber behält. Also dass die Freundin eventuell auch nur dieses Geld mehr im Blick hat, also dieses Geld im Vordergrund, diese finanzielle Gewinn daraus, dass diese große Geldsumme, die größere Geldsumme zu gewinnen, also dass du da ein bisschen darauf achtest. Also sie hat hier auch eine große Pläne, was sie im Moment vielleicht größere Wünsche und Pläne, was sie im Moment nicht so leben kann und nicht so umsetzen kann. Und falls du jetzt etwas hier mit ihr zusammen machst, dass du da in der Achtsamkeit bist, also mit dir selber. Du spielst hier auch eine ganz große Rolle hier. Du zeigst dich hier, dass du dich im Monat März also ganz wichtig nehmen sollst. Das ist auch wichtig, dass du dich generell wichtiger nimmst im März, weil du bist die Nummer 1, die hier also überhaupt hier eine Rolle spielt. Ich mische jetzt für dich nochmal die Karten. Eine Seelenschlüsselbotschaft für dich. Was ist wichtig für den Monat März für den Sternzeichen Fisch? Bitte, liebe Engel, eine Karte. Bitte um eine Karte für den Monat März. Und dann kommt die Sprache, ist für dich wichtig, dass du bestimmte Dinge aussprichst im März. Also die Licht und die Zahl 3. Die Zahl 3 steht ja auch für den Monat März. Für dich ist es wichtig, gelingt es dir, dich offen und gleichzeitig wertfrei dich auszudrücken, dass du manche Dinge halt nicht bewertest.
Und gibt es Momente oder häufig Missverständnisse zwischen dir und auch den anderen? Und fühlst du dich auch vielleicht manchmal unverstanden? Und die Karte soll ein Hinweis für dich sein, die betont es für dich im März, die offene und wertfreie Kommunikation, dass du offen über manche Dinge redest, dass du nicht bewertest, bewerte weder das Du noch das Persönlichkeit eines anderen. Wenn dich an deinem Gegenüber etwas stört, bringe es zum Ausdruck. Erkläre auch dabei niemals, dass bei deinem Gegenüber der Fehler liegt. Sage aber, dass du mit diesem oder jenen ein Problem hast oder dass dir das halt nicht gefällt oder dass du das nicht magst. Sprich offen, bedränge dein Gegenüber nicht, sondern akzeptiere und achte jenen Weg, den er oder sie geht. Gestatte im selben Maße auch dir selbst, dass du jenen Weg gehst, der für dich im Moment also als richtige erscheint. Wenn die Sprache derart offen stattfindet, werden sich dir weitere neue Wege öffnen. Also wichtig ist, dass du hier offen bist, liebe Fisch. Das ist die Botschaft für dich. Und natürlich noch eine, und da kommt auch schon die Karte, eine Tarotkarte, und da kamen die drei Stäbe. Die drei Stäbe. Und die drei Stäbe für den Fisch, für den Monat März. Wofür stehen denn die drei Stäbe hier in diesem wunderschönen Tarot? Die stehen für den Tugend, Sonne im Widder, Tugend, Integrität, Ehrlichkeit, Selbstvertrauen und Neubeginn. Also es geht in diesem März für die Fische. Es geht um was? Um einen Neubeginn. Bei dem zwei Stäben ist die Zentrierung für das Thema. Und hier bei diesem geschieht es jetzt ohne Kampf, ohne Kraftakt, sondern man kann das Erblühen aus dem Vertrauen. Also das Erblühen lassen alles aus dem Vertrauen. Und für dich ist die Frage, welche Aufgaben und Situationen stehen dir bevor? Du hast ja hier bestimmt ein Thema, eine Frage. Und welche verlangen deine ungeteilte Energie? Sei bereit für eine neue, befreite Art des Umgangs mit dir selbst und anderen Menschen. Und vertraue auch deine eigene Kraft und setz dich zum Wohle aller Beteiligten ein. Das war für dich, liebe Fisch, für den Monat März deine Botschaft. Und schon noch eine Karte für dich aus dem Kartendeck Reka, habe ich dir ja auch versprochen. Also meine eigene Kartendeck, die erste, darf nicht fehlen. Das kriegst du auch bei mir im Shop, kannst du das auch bestellen. Engel der Zeit, nimm dir die Zeit, um bewusst zu genießen. Lebe und schätze den Moment, halte inne und schenke dir Zeit für die kostbaren Momente. Und dich selbst natürlich, dass du auch dich selber nicht vergisst. Schau mal hier, dass du dich wichtig nimmst im März. Dass du dich nicht vergisst, halte inne und schenke dir Zeit für die kostbaren Momente für dich, für dich selbst, ja? So, das war für die Fische und schon gehen wir über zum nächsten Wasserzeichen, zum Krebs. Also lieber Krebs, ich begrüße dich, schließe deine Augen und konzentriere dich jetzt auch mit mir. Und stimme dich für den Monat März ein. Und ich möchte gerne hier deine Gedanken, was beschäftigt dich im Monat März, wissen. Was beschäftigt dich im Monat März? Also im Monat März beschäftigt dich Folgendes. Was fühlst du im März?
Was sind deine Gefühle im März? März ist ja auch ein toller Monat. Und natürlich, was kommt im Außen? Für dich, das waren jetzt so viele. Was kommt außen auf dich im Monat März zu? Noch zwei Karten hätte ich gerne. Na, liebe Engelchen, nicht so stürmisch, bitte. Ich hätte gerne noch zwei Karten. Bitte, liebe Engelchen, ganz sanft und behutsam. Genau. Eine und noch eine hätte ich gerne. Noch eine Karte. So, ich habe heute so viel kommuniziert. Ich bin ja ununterbrochen am Kommunizieren. Ich hatte jetzt 3 Beratungen und natürlich auch einige Videos schon. Bitte noch eine Karte. Eine Karte, liebe Engelchen, bitte. Bitte. So. Jetzt. Oh, und schau mal hier, lieber Krebs, bei dir. Im Monat März blüht die Liebe, die Leidenschaft, die Anziehung, die Liebe, die Leidenschaft, die Anziehung, die Freude, ja, das Aufblühen, das hochschwingende, tolle Frühlingserwachen, Schmetterlinge, alles. Also im März für dich. Das ist doch toll. So, wir schauen mal, was ist hier bei dir gerade auf der Herzebene los, auf der Kopfebene los. So. So, wir schauen mal. So, im Kopf. Also dich beschäftigt hier im Kopf, liebe Krebs, im März etwas, wo du sagst, das ist wirklich Schicksal. So ein schicksalhaftes Ereignis, vielleicht auch ein Haus, vielleicht bist du gerade im März, spielst du mit den Gedanken, ein Eigenheim zu kaufen, ein Haus zu mieten, ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu mieten, Haus und Umgebung, was Schicksalhaftes, vielleicht auch hier mit deinem Mann, der ist vielleicht so ein bisschen vielleicht zeigt er so seine Gefühle nicht, da ist jemand, der so seine Gefühle eventuell nicht zeigt und ein bisschen Angst davor hat, die Gefühle zu zeigen, Angst aus Verletzungen, dass er halt verletzt wird und zeigt sich dann auch so ein bisschen streng, ist jemand, der eventuell auch eifersüchtig ist. Aber also das beschäftigt dich mit diesen Menschen, eventuell ein Haus, ein Eigenheim zu kaufen. Du hast auch hier wirklich große Pläne und du hast auch große Wünsche. Aber diese Wünsche lassen sich so noch nicht so auf Anhieb, wie du dir das vorgestellt hast, erfüllen. Aber du hast hier konkrete Pläne schon und das ist auch schicksalhaft. Hier auf der Herzebene. Auf der Herzebene zeigt sich hier auch, dass hier Informationen auch darüber ausgetauscht werden. Also ihr werdet auch viel darüber reden. Also es kommt mir hier wirklich vor, für viele Krebse, dass man wirklich auch mit den Gedanken spielt, ein Eigenheim zu kaufen. Und zeigt sich auch hier, dass hier auch wirklich, viel darüber auch gesprochen wird, auch über die Finanzen, wie wird das Ganze finanziert, sind die finanziellen Lagen dann stabil genug, also wird das auch besprochen, können wir uns das auch leisten, eventuell auch beruflich, vielleicht kommt auch hier eine Stabilität und eine berufliche Vorankommen hier bei deinem Partner, der sich hier in den Karten legt. Und natürlich wird auch über diese
größte Erfüllung in der Liebe gesprochen. Falls du noch nicht verheiratet bist oder nicht in einer Beziehung bist oder lebt ihr nur zusammen, vielleicht wird darüber auch zusammen gesprochen, dass ihr eine feste familiäre Verbindung zusammen eingehen wollt. Oder aber auch, dass ihr nur zusammenziehen wolltet im März. Dass es für dich das hier mal eine große Rolle spielt. Dass du sagst, okay, wir ziehen zusammen, auch wenn er so ein bisschen kühl rüberkommt. Also wir sind jetzt so und so lange zusammen. Ich möchte mit ihm zusammenziehen. Also im Außen zeigt sich hier die Karte der Lebensfreude, also eine freudige Überraschung. Also du bist also wirklich total fröhlich und freust du dich ganz in deine Lebensfreude im Monat März. Und also du fühlst dich auch so wie, ja, wie so ein Gewinner, wie so ein richtiger Geschäftsmann, der so ein gutes Geschäft für sich abgeschlossen hat. Also du bist so bei dir. Du bist schon sehr fröhlich, aber trotzdem diese Freude hältst du noch ein bisschen zurück. Also du bist du ganz souvenir, wenn, falls hier Verhandlungen stattfinden, dass du das auch wirklich souvenir so rüberbringst und ja, also gute Verhandlungen führst. Und du kannst dich auch gut ausdrücken, du führst diese Verhandlungen. Und verlässt dich auch drauf, dass es also wirklich auch positiv alles für dich sich entwickelt. Hier zeigt sich nochmal eine Karte, entweder ist das eine Personenkarte, entweder hast du hier eine gute Freundin, der hier jetzt an deiner Seite steht, also die Freundin, die, oder eine Verwandte, das kann auch eine Verwandte sein, eine Schwester oder eine Cousine, die dich hier bezüglich unterstützt oder die du auch eventuell um Rat fragst. Kannst du mir auch deinen Rat geben? Ja, die wird aber nicht ganz, also ganz ehrlich sein. Es kann auch sein, dass sie sagt, ach ja, ganz schön, aber das wäre dann eventuell doch nicht so toll für dich oder schau mal dies oder schau mal jenes. Also es kann jemand sein, der dir das so ein bisschen missgönnt, so im Außen. Das zeigt sich hier in den Karten. Wenn ich das jetzt hier sehe, also die Lebensfreude mit deinem Partner momentan, der sich hier zeigt, kommt in der Lebensfreude durch diese Kommunikation. Ihr habt ja wirklich tolle, tolle Pläne. Und auch hier, also über dieses schicksalhafte Haus oder Umzug oder was du jetzt auch gerade planst oder Renovierung oder eine Investition, wirst du auch kommunizieren mit deiner Freundin. Also im Großen und Ganzen ist der Monat März für dich durchaus wirklich sehr positiv und dass du hast auch wirklich dieses, ja, dieses tolle Gefühl, dieses Frühlingsgefühl in dir. Und das ist wirklich toll, das gefällt mir also auch sehr. Ich würde hier noch eine Karte für dich ziehen, lieber Krebs, für dich, für den Monat März. Falls hier für euch die Karten stimmen oder diese, also die Kartenlegung, wenn du mit in Resonanz gehst und natürlich, wenn das für dich stimmt, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und wenn du mir das mitteilst, dass das auch wirklich bei dir so eingetroffen ist. Aus den Seelenschlüssel kommt die neue Sichtweise für dich. Also falls du bis jetzt eine bestimmte Sichtweise hattest in deinem Leben, ist das im März eine Herausforderung, dass du wirklich diese Sichtweise ein klein bisschen für dich veränderst. Also auch egal, was bis jetzt war, so dein Geist wurde erschüttert, das, was du als richtig gedeutet hat, es kommt dir heute fragwürdig vor. Deine Emotionen wurden aufgewühlt und du fühlst dich womöglich gekränkt, verletzt oder enttäuscht. Und sowohl die Entschütterung deines Geistes auch als Aufgewühltheit deiner Emotionen kulminieren auf einen Punkt, trafen in ein und demselben Moment deines Lebens aufeinander. Und du wusstest nicht mehr, was oder wem du glauben solltest. Und deine Emotionen drehen sich im Kreise. Also du bist jetzt verunsichert und weißt du nicht, wem du glauben sollst. Ist das richtig? Ist das nicht richtig?
Und frag dich jetzt hier, welches Erlebnis war das, was dich so erschüttert hat? Und nimm es aus deiner Erinnerung hervor, berühre es mit deinem offenen Geist und offenen Herzen. Und öffne jetzt deine Augen, verändere deinen Standpunkt zu dem Ding, also was dich jetzt im Monat März beschäftigt. Verändere deinen Standpunkt dazu, verändere deine Meinung zu diesem Geschehen, denn dadurch verändert sich auch deine Perspektive. Ein neuer Blickwinkel lässt das Erlebte in einem gänzlich anderen Licht erstrahlen. Durch die neue Perspektive ergeben sich gänzlich neue Sichtweisen. Du erkennst das dich umgebende Netzwerk an Beziehungen und Möglichkeiten, die dein Leben für dich bereithält. Deine erweiterte Wahrnehmung wird durch dein Strahlen in deinen Augen sichtbar werden. Genieße staunend all das, was dich umgibt. Also, dass du erkennst, wenn du deinen Blickwinkel veränderst, dass da auch neue Perspektiven, neue Sichtweisen auf dich zukommen und neue Möglichkeiten, neue Menschen, neue Beziehungen. Wenn du dich jetzt für etwas öffnest, deine Wahrnehmung wird wirklich strahlen und auch das wird auch für dich sichtbar werden, was du alles wahrnimmst, und staune und öffne dich dafür. Also ein toller Monat für den Sternzeichen Krebs. Und natürlich, opala, da deine Tarotkarte fliegt davon und für dich kommt die Herrscherin, die 3, die Herrscherin, ich glaube in dem anderen Tarot wird es auch als hohe Priesterin, glaube ich, gesagt, also die Kaiserin hier auch, die Kaiserin, also es steht für Venus, für Schönheit, für Liebe, für Mütterlichkeit, für Weiblichkeit, für Weisheit, von Verbindung von Geist und Materie, für innere und äußere Reichtum, also für dich ein toller Monat, lieber Krebs. Also die Schönheit, von der du dich bei einem anderen Menschen angezogen fühlst, trägst du erstmal in dir selbst. Ganz gleich, ob du eine Frau oder ein Mann bist, du siehst jetzt in einem Prozess der Entwicklung, du stehst jetzt in einem Prozess der Entwicklung und Entfaltung deine weiblichen Aspekte. Also du sollst mehr deine weiblichen Aspekte entfalten. Es besteht die Möglichkeit, unabgeschlossene Mutterkonflikte zu bearbeiten und zu klären. Gibt es in deinem Leben eine schöne und eine starke Frau, von der du lernen möchtest? Mache es dir bewusst und visualisiere deine ideale Frau. Schreibe ihre wichtigsten Eigenschaften, was für dich am wichtigsten ist, diese Eigenschaften auf und versuche sie in anderen Menschen und in dir selbst wiederzufinden. Umgib dich mit der Schönheit und Fülle. Also darum geht es für dich im Monat März, lieber Krebs. Ich hoffe, das hat dir hier gefallen. Du bist hier mit in Resonanz gegangen. Und natürlich bekommst du auch noch eine Karte von dem Kartendeck auf Wolke 7 von Reka, natürlich meine eigene Kartendeck. Was empfehlen dir diese Karten? Diese Karten empfehlen dir für den Monat März. Was sollst du machen? Also Selbstvertrauen haben. Erkenne, wie wertvoll und besonders du bist. Lerne dich Tag für Tag besser zu schätzen und mach dir bewusst, wie einzigartig du bist. Dein Engel hat viel Vertrauen in dir. Vertraue auch du dir selbst, also dass du dein Selbstvertrauen hier mehr entfaltest. Und also wenn du in dir selber ein Vertrauen hast, dann kann ja auch nichts mehr schief gehen. Dann entwickelt sich auch der ganze Monat positiv. Nun komme ich jetzt zu dem Sternzeichen Skorpion oder Aszendent Skorpion oder Mond im Skorpion für den
Monat März. So, meine Lieben. Also die leidenschaftliche Skorpione. So. Und was fühlen die Skorpione? Was sie denken, ist ja schon da. Was fühlen die Skorpione? Sind ganz, ganz leidenschaftlichem Gefühl voller Sternzeichen. Ah, da fliegt das wieder weg. So, was spielt hier in den Gefühlen eine Rolle? Wo sind die Gefühle? So, und natürlich, was kommt denn im Außen auf den Skorpion im März los? Und hier kommen auch schon die drei Karten. So, das sieht man auch besser in der Kamera. Und wow, auch für dich ist die Liebe, Leidenschaft, die Erotik und ja, ich sag noch leidenschaftliche Sternzeichen und schon zeigt sich das auch hier, lieber Skorpion, für dich ein toller Monat. Wow, soweit ich das hier sehe. So, wunderbar. So. Also für dich, lieber Skorpion, im Monat März spielt die Öffentlichkeit eine große Rolle. Hier die Öffentlichkeit eine sehr, sehr große Rolle. Die öffentlichen Gebäude, vielleicht arbeitest du auch in einem öffentlichen Gebäude oder in amtliche Gelegenheit oder es stehen hier größere Verdienstmöglichkeiten für dich an. Generell im März, darüber machst du dir auch Gedanken. Also es geht hier etwas mit der Arbeit, hängt das zusammen. Wie du in der Öffentlichkeit ankommst, vielleicht arbeitest du in der Öffentlichkeit oder ist das eine Herausforderung für dich? Es kann auch jetzt hier eine Berufswechsel andeuten, eine Berufswechsel, dass du halt vielleicht hier in der öffentlichen Gebäude arbeitest oder auch, du wirst gekündigt, du hast einen Arbeitsverlust und das wird über den Gericht hier geklärt, dass du vielleicht eine Abfindung bekommst oder eine gerichtliche Verhandlung stattfindet. Also auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit für dich im März, also für den Skorpionen und das hat auch wirklich was auch mit dir zu tun, auch mit deiner Familie. Das belastet schon, falls hier ein Berufswechsel stattfindet, das belastet ja auch deine Familie und du machst dir aber im Kopf schon auch Pläne und gibst das so nicht so schnell und nicht so leicht auf. Und du hast auch sorgsame Pläne und auch, du siehst auch in dem Ganzen wieder neue Möglichkeiten und das gefällt mir und das steht auch für den Wachstum und du hast auch neue Ziele und nimmst du diese Herausforderungen an. Und genauso kenne ich einen Skorpion, der auch nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern ein Kämpfer ist, der wirklich auch, weitermacht. Also sehr positiv, das ist sehr positiv, wie sich das alles so zeigt. Also vielleicht hast du auch hier, dass du mehr in der Öffentlichkeit, also mehr auch mit der Familie jetzt die Zeit nimmst und mehr Zeit in der Öffentlichkeit im Monat März verbringst. Es ist auch ein schöner Monat, meistens auch schon schönes Wetter, dass du da auch mit deiner Familie was mehr unternimmst. Auf der Herzebene, also was dich momentan belastet, geht es hier um die Weite. Also entweder planst du hier einen Urlaub auf der Herzebene oder sehnst du dich nach einem Urlaub, hast du so einen Fernweh in deinem Herzen oder hast du hier jemanden, einen Herzensmenschen, wo du dich danach sehnst, der weiter weg wohnt, eventuell, wo du eine Anziehung zu dem Menschen spürst, der weiter weg wohnt. Das ist ein Mensch, jemand, der weiter weg wohnt und auch so ganz in seine Lebensenergie
ist, der so ganz männlich ist und auch jemand, der so sehr viel Lebensfreude ausstrahlt, der sehr viel lebensfroh ist und also auch dieses Begeisterung hat, also alles, was er macht, macht er alles mit Begeisterung und das zeigt sich hier auch so positiv, der kann sich für alles begeistern in seinem Leben, was er macht und ist auch sehr erfolgreich jemand, der hier ist, der mit beiden Beinen auf den Boden steht, falls du jetzt hier auf der Liebe gedacht hast. Also wenn das nicht der Fall ist, kann auch hier dein Partner hier andeuten, dass dein Partner eventuell hier im März verreist oder hier diese weite Entfernung da ist, vielleicht aber auch hier einen Vater besucht oder einen älteren Menschen besucht, eventuell im Ausland oder einen Freund besucht oder halt auch vielleicht eine geschäftliche Reise hier macht, also im Monat März. Im Außen, was auf dich zukommt, im Außen zeigt sich hier, dass du auch eventuell deine Gefühle so nicht ganz zeigen kannst, dass du momentan auch so ein bisschen deine Gefühle unterdrückst und ja alles so ein bisschen aus dem Stillen beobachtest, wie sich das Ganze so für dich zeigt, wie sich das Ganze so für dich entwickelt, dass du es ein bisschen von der Stille betrachtest, so als in dritte Person von außerhalb betrachtest du die ganze Geschehnisse, dass es dir alles so vielleicht auch zu viel ist im März, was hier gerade los ist, hier eventuell mit dem Arbeitsverlust und hier mit der Reise, mit der Sehnsucht, dass du eher in dieses melancholische Gefühl gehst, die Anziehung, die Verliebtheit, dass du mehr in dieses Gefühl flüchtest im März und deswegen das für dich alleine genießt. Und hier sehe ich, dass du im Grunde zu Hause das Gefühl hast, dass du dich zu Hause ganz, ganz wohl fühlst und du möchtest diese glückliche emotionale Verbindung, also diese tiefe harmonische Verbindung auch zu Hause bei dir auch spüren. Und hier geschieht auch Herzheilung, hier zeigt sich auch die Herzheilung für dich, also es passiert auch einiges bei dir, auch dein Herz, also auch deine Themen schaust du an und kommst du in eine Herzheilung. Also hier die Karte Familie, vielleicht planst du eine Reise, ja, eventuell hier auch mit deinem Partner wird über die Reise gesprochen. Also in der Öffentlichkeit vielleicht wollt ihr irgendwie wirklich verreisen oder etwas unternehmen oder einen Ausflug machen. Es wird auch hier übers Geld viel gesprochen. Vielleicht steht hier auch eine größere Geldsumme an, ein Gewinn oder eine Erbe im Monat März für dich, liebe Skorpion. Und dann schauen wir auch deine Seelenbotschaft für diesen Monat, für den Monat März an. Falls hier etwas zugetroffen ist, freue ich mich über deine Kommentare. Und für dich kommt, lieber Skorpion, der Ursprung mit der Zahl 7. Und das ist die Botschaft für dich für den Monat März. Moment, der Ursprung, das ist die Frage für dich. Worin besteht deine Ursprungsvision, lieber Skorpion? Die Frage, die du an das Orakel gestellt hast und das Thema, das dich gerade beschäftigt, berühren deine Ursprungsvision an einem entscheidenden Punkt. Verstehe dabei deine Ursprungsvision nicht als geistiges Konzept. Suche sie nicht oben. Sie ist keine Lichterscheinung. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Kraft,
die mit dem Urgrund, mit dem Mutter Erde und Mutter Erde entspringt. Deine Vision, die im Ursprung geborgen wurde, kommt aus der Tiefe. Sie hat nichts mit einem Ziel zu tun, das du erreichen willst. Es geht auch nicht darum, dass du etwas darstellen oder eine bestimmte Rolle spielen solltest. Es geht für die Skorpione viel mehr um deinen Ursprung an sich. Du bist ein Kind der Gaia, der Mutter Erde. Es geht um deinen Sein. Du musst nichts tun. Du musst nur sein. Dein Hiersein. Deine Existenz als Mensch. Und diese ist bedeutsamer, als du vielleicht denkst. Lebe dich so, wie du bist. Die Kraft dafür kommt aus der Mitte des Urgrundes und du spürst sie in deine eigene Mitte. Du bist auf dem besten Weg, diese Kraft zu erwecken. Also wichtig ist, dass du dich wichtig nimmst, dass du dich lebst im Monat März. Auch deine Gefühle. Und hier kommt die Karte, ja, der Tod. Für dich die Transformation. Also, dass du etwas Altes loslässt, und das ist die Zahl 13. Also, dass du etwas Altes loslässt und transformierst, damit etwas Neues zu dir kommen kann. Das ist ganz wichtig, dass wir erst die alten Sachen loslassen. Skorpion, ja, Stichworte, Skorpion hier, Tod und Wiedergeburt, Vergehen und Neuwerden, Transformation, Skorpion, Schlange, Adler, Befreiung aus den alten Verstrickungen, äußerliche Veränderung. Ja, die Frage ist, bist du denn bereit für die notwendigen Veränderungen in deinem Leben? Dann akzeptiere die Schmerzen, die der Verlust des Alten mit sich bringen mag. Also wenn du etwas verlässt, natürlich sind da auch immer mit Schmerzen verbunden. Und die Frage an dich, an welchen überlebten Beziehungen oder Situationen hältst du denn noch fest? Solange wir noch irgendeinen Rest von Angst vor dem Tod in und um sich fallen lassen in uns haben, können wir nicht richtig leben. Jedes Festhalten, jedes Nein hindert, dich im natürlichen Lebensfluss zu sein. Sage ja zum Leben, sage ja zum Tod, sage ja zu dir. Im Monat März. Das ist eine ganz große Umwandlung. Wir haben auch hier 10 Portaltage. Oh, da passiert ganz viel. Nicht unbedingt Negatives, aber hier, und da kommt die Karte der Zeit für dich. Nimm dir die Zeit, um bewusst zu genießen, lebe und schätze den Moment, halte inne und schenke dir die Zeit für die kostbaren Momente und dich selbst. So nehme dir die Zeit auch in diese höchst transformative Phase für dich. So, liebe Skorpion, das war für dich für den Monat März, also für die Wasserzeichen allgemein. Also ich hoffe, euch hat hier diese Legung gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über einen Like natürlich, und ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt, wenn es hier aus diesem Legung etwas für euch eingetroffen ist, wo das dann gepasst hat. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke unter dem Video auf den Abonnieren und natürlich nochmal auf die Glocke, damit du auch direkt benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues hier vom Kanal Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Solltest du an meinen Angeboten oder an eine persönliche Beratung Interesse haben, hier unter dem Video klickst du auf diesen kleinen Dreieck,
dann öffnet sich hier die Beschreibung von diesem Video. Da findest du auch meine Homepage. Du kannst auf meinen Homepage meine Angebote, mich kennenlernen, mich besser kennenlernen, meine Webseite, also richtig durchlesen, was ich auch alles anbiete. Und natürlich über den Kontaktformular an meiner Homepage findest du auch den Kontakt zu mir. Ich sage bis bald. Namaste, deine Valeria.